Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Wunderschön, dass ihr euch heute ein neues Video von mir anschaut. Ich bin jetzt wieder am Start. Ich habe jetzt einfach Lust, einfach eine Deko zu machen. Das ist jetzt für den Terrassentisch und ganz einfach, ganz schlicht, möchte ich einfach so mit diesen Hauswurz, mit den Sukkulenten eine Kleinigkeit machen. Zwei Beispiele zeige ich euch. Einmal in einem Glasgefäß, in einer Glasschale und einmal in so einem Zink, in so einer Zinkschale. Die ist so lustig mit den Füßen, die fand ich so schön. Damit einfach keine Beschädigung an den Zink kommt, man weiß ja nie, dass man es nochmal anders verwendet, habe ich natürlich auch eine Folie eingelegt, dass das so ein bisschen geschützt ist, das Material. Das knicke ich jetzt einmal so um. Und werde da so ein Glas in die Mitte setzen, also gerade die Kerze, und werde das dann einfach mit den Hauswurz bestücken und zwischendrin einfach ein bisschen Moos einlegen. Das kann man hier wunderbar ein bisschen kürzen. Und es hält halt auch sehr schön und braucht wenig Pflege. Und wenn es doch noch mal irgendwie zu kalt werden sollte, einfach dann reinnehmen. Wobei die Hauswurz, den macht das jetzt nicht so viel aus. Ich liebe Hauswurz eh. Das ist einfach immer wieder jedes Jahr aufs Neue muss ich mir welche kaufen. Ich habe schon ganz viele im Garten und in so einem Bereich, da habe ich so Tontöpfe stehen. Das kann ich vielleicht auch mal in einem Video zeigen, dass wir mal so einen kleinen Gartenrundgang machen. Hat sich ein bisschen was verändert derweil. So halt so eine Stelle, da sind nur Hauswurz in so Tontöpfen und das finde ich so hübsch. Ich drücke hier so ganz feste. Noch eine passt hinein, vielleicht die graue. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Töpfe und ich glaube das Gefäß hat so 30, 35 cm Durchmesser. So, da brauchst du eigentlich gar nichts groß. Ich drücke es einfach nochmal feste an. Und wunderbar. Das ist schon fertig. Einen grauen Zweig habe ich aber noch. Das sehe ich hier gerade. So ein Ästchen. Das ist auch süß. Ich glaube, das ist mir lieber. So ein bisschen mehr Natur. Das kann ich jetzt einfach so drumlegen. So drauf. So, fertig. Einmal. Und die andere Schale, das ist so eine große Schale, ich glaube 40 cm, mit einer kleineren Schale. Und ich möchte es gerne nicht mittig einsetzen, sondern an der Seite. Entschuldigung. Möchte so eine Kerze mit reinstellen. Und habe hier auch noch so ein paar Schneckenhäuschen. Die gibt es gerade überall. Wer Bärlauch sucht oder gesucht hat, jetzt glaube ich blüht er schon. Der wird gesehen haben, dass da ganz viele, also an meiner Stelle waren da ganz viele Schneckenhäuschen. So, und da, weil das weiß ist, möchte ich das auch nochmal mit dem Alyssum ein bisschen bestücken. Ruhig die Erde so ein bisschen abmachen, dass es reinpasst. Da habe ich jetzt so drei Alyssumpflänzchen. Und auch Hauswurz oder die kleine ist auch süß.
noch so ein. Oder so ein kleines Moos noch. Das ist so ein Set gewesen. So ein Sechser Trail mit verschiedenen. Boah, ist das fest. Ja, der ist festgewachsen. So, und dann den kleinen dann noch daneben. Jetzt mache ich das einfach noch ein bisschen mit Moos, dass man die Erde nicht ganz so dolle sieht, aber das wird wohl nicht ganz abzudecken sein. Kleines Messer, kann ich so ein bisschen dazwischen schieben. Na. Kurz. Oh, hier ist noch ein Stück Rinde. Reindrücken. Hier und da noch eine Stelle, die ich entdecke. Kann man schon ein bisschen abends ein bisschen länger auf der Terrasse sitzen. Wir machen das halt ganz oft, also fast jeden Abend, bis es uns echt friert. Aber wir lassen uns das nicht nehmen. Das ist einfach die beste Zeit, die Terrassenzeit. Ich liebe das einfach. Ich habe noch so ein Deko-Herz, das könnte man jetzt auch noch mit reinmachen. Ja. Ein bisschen runterdrücken. Mit dem Gießen halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu nass ist. So wie so eine kleine Spirale. Ja. Und ja, schon sind wir fertig. Es ging ganz flott. Ich hätte jetzt noch voll Lust, weiterzumachen. Ich glaube, ich drehe gleich noch eins. Und ich habe noch eine Idee. Ja, okay. Das war's jetzt schon wieder. So flott, so schnell. Ich werde jetzt wieder ein bisschen am Ball bleiben. Ich habe jetzt einfach auch Lust. Die Sonne scheint. Es ist jetzt einfach, ja, einfach Zeit für Dekoration. Das tut dem Herzen gut. Schmeichelt der Seele. Ja, ihr Lieben, und die Gärtnereien haben auch offen. Also positiv für alle Deko-Fans. Ja. Okay, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nee, einen schönen Abend. Ich glaube, wir laden es jetzt noch hoch. Heute ist Mittwoch, ich hoffe. Wenn nicht, ist es ein anderer Tag, aber. Nee, heute ist Dienstag. Okay, Dienstag. Ja. Und wir sehen uns. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.